Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Schön, seid ihr wieder dabei. Schaut mal, was der nette Kurierfahrer gerade bei mir vorbeigebracht hat. Das sind die AirPods 3. Die sind gerade bei mir angekommen und natürlich müssen wir da mal einen Blick drauf werfen. Wir müssen mal diskutieren, wie unterscheiden sie sich eigentlich von den AirPods 2 und vor allem, wie unterscheiden sie sich von den AirPods Pro. Vor allem, weil es da so ein kleines Preisproblem gibt im Moment gerade. Da müssen wir unbedingt drüber sprechen. So, also, aber bevor wir das machen, ja, packen wir das Teil mal aus. Ihr wisst das natürlich, AirPods immer schön verpackt. Ich mache das hier mal mit dieser Kamera. Da kann man hier dieses Ding abziehen. Das ist ja jetzt alles nicht mehr Plastik, sondern alles schön Papier. Trotzdem ist es versiegelt quasi. So, hokus pokus, so, zack. Designed by, ihr kennt das alles, Apple in Kalifornien. Und da haben wir dann das kleine Case und Murks. Und sofort fällt auf, das ist kleiner als das von den AirPods Pro. Also hier links sind die AirPods Pro, hier sind die AirPods 3. Ihr seht das, die sind ein bisschen kleiner. Ich lege die da mal in die Mitte. So, und dann müssen wir hier natürlich noch kurz gucken, was haben wir denn da? Ah, natürlich. Ein Kabel, logisch, ein Ladekabel gibt es dazu. Und Apple ist ja jetzt modern. Die haben jetzt USB-C, zwar nicht auf der Seite der AirPods, da ist natürlich nach wie vor Lightning, sondern hier quasi beim Ladekabel. So, ich bin mal wieder eher ungeschickt. Zack. Also da seht ihr jetzt hier auf der Seite, wo ihr das einstecken könnt, habt ihr jetzt eben USB-C. Das ist eine schöne Sache, weil Apple ja davon ausgeht, dass wir alle USB-C Ladegeräte haben. So, und jetzt gucken wir mal, jetzt müssen wir das Ganze natürlich zuerst mal verbinden hier mit unserem Handy. Das mache ich dann auch wieder hier über diese Kamera und ihr kennt das alle, man öffnet sie, man wartet ein bisschen, hokus pokus, zack, und dann kommt es schon verbinden. Schöne Animation, da draufklicken. Ta-d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 a. Come on, so, flupp, Mediensteuerung. Ja, das wissen wir, da kann man an den kleinen Dingern drücken. Mitteilungen und Anrufe ankündigen. Nö, das mag ich jetzt nicht unbedingt. Da kann man hier noch sagen, welche das sein sollen. So, und jetzt sind sie, glaube ich, schon connected. Ungeschickt, ungeduldig, wie ich bin. Und guck mal hier, seht ihr das? Ich weiß gar nicht, ob man es hier auf der Kamera sieht. Hat es jetzt ein neues, schönes Icon. 82% geladen, 81% das Case. Das ist natürlich eine coole Sache. So. Also, und ja, jetzt natürlich die ganz große Frage, wie unterscheiden sich die drei? Die unterscheiden sich von Seiten von Apple natürlich erstmal im Preis. Im schönen Apple-Universum ist es so, dass wir für 279 Franken die AirPods Pro kaufen könnten, was aber niemand tut. Dann haben wir für 139 Franken, ein bisschen günstiger geworden, die AirPods 2, die ganz klassischen mit den etwas längeren Stäbchen, ihr kennt die. Und dann kommt jetzt eben neu, kommen die AirPods 3 dazu, die liegen mit 199 Franken quasi genau dazwischen. Problem dabei, das funktioniert im Apple-Universum, wenn Apple davon ausgeht, dass sie die einzigen sind auf der Welt, die Geschichten, die Geräte verkaufen. Aber aktuell ist es so, dass der Straßenpreis hier, der AirPods Pro, auch ungefähr bei plus minus 200 Franken liegt. Das heißt, ihr zahlt vielleicht maximal 10 Franken mehr für die Pros, als im Moment für die Dreier, weil die Dreier, die werden im Moment ja nur von Apple angeboten und ganz am Anfang ist natürlich der Preis noch der klassische UVP-Preis. Ich gehe davon aus, dass die hier noch günstiger werden, aber jetzt stellt sich gerade die Frage, ganz frisch, gerade angekommen, warum muss ich mir die AirPods 3 kaufen, wenn ich praktisch fürs gleiche Geld doch die viel besseren Pro kriege? Also vielleicht zuerst mal, wie unterscheiden sich die beiden eigentlich? Die Pros haben logischerweise Noise Cancelling. Sehr praktisch, wenn man unterwegs ist, super im Zug, man kann quasi das ganze Zeug ausblenden. Das haben die AirPods 3 nicht. Die AirPods 3 sind jetzt auch wasserdicht und vor allem, wenn ihr schwitzt beim Workout und so, das waren die Zweier nämlich nicht, genau gleich wie die Pros. Und ihr habt hier jetzt auch Spatial Audio, das ist ja diese Möglichkeit, dass ihr diesen Raumklang habt, wenn ihr zum Beispiel ein entsprechendes Video guckt und den Kopf dreht, dann ist es so ein bisschen wie im Kino eigentlich, dass ihr euch von der Quelle wegdreht. Das ist eine coole Sache, das konnten die AirPods 2 auch nicht, also da haben die AirPods 3 ganz klar aufgerüstet. Aber es fehlt halt das Noise Cancelling. Und jetzt ist es so, bisher war es so, dass eigentlich der Klang von den AirPods Pro und den AirPods 2, ich bin ganz erstaunt, dass ich sie nicht ständig verwechsel, diese drei,
Die waren ungefähr vergleichbar. Ich fand natürlich die Pros ein bisschen besser, aber ganz einfach drum, weil die Pros halt viel besser das Ohr abschließen. Ihr kennt das, das sind hier diese kleinen Tipps, die man da vorne dran hat. Und dadurch schließt sich das Ganze natürlich ideal im Ohr ab. Etwas, was ja die normalen AirPods nicht konnten. Und ich bin jetzt richtig gespannt hier, weil das ist ja so eine Mischung. Schaut euch das mal an. Das ist auch so ein ganz kleiner Stöpsel nur auf der Seite. Aber wir haben hier halt keine Tipps, keine Gummi-Tipps, mit denen man in verschiedenen Größen dann das Ohr anpassen kann, sondern man hat es jetzt so. Und ich probiere das jetzt mal live hier quasi, stöpsel ich die mal in mein Ohr, weil ich extrem gespannt bin und mich frage, halten denn die im Frick-Ohr? So. Tadam. Jetzt nehmen wir natürlich gleich mal das Smartphone hervor und machen jetzt einen ganz ersten, ja, siehst du, also hier habe ich schon das Gefühl, die halten nicht so gut. Rechtes Ohr ist das Problemohr, linkes Ohr ist okay. So, dann starten wir mal Apple Music hier und dann gehen wir da auf eine Playlist, irgendwas mit aktueller Musik, Today's Hits zum Beispiel. Und dann hauen wir uns da mal, was nehmen wir denn? Imagine Dragons zum Beispiel rein. So, und jetzt drehen wir natürlich da mal ordentlich auf. Hier seht ihr die Playlist. Tadam, ein bisschen nach vorne spulen. Also Tönen sehr, sehr ordentlich. So direkt aus dem Bauch hier quasi live in die Kamera würde ich sagen, der Bass ist sogar besser als alle anderen AirPods bisher. Testen wir. Ich nehme die AirPods Pro und wir hören genau den gleichen Titel. Die sind nämlich auch mit meinem iPhone hier verbunden. So, dann gehen wir wieder auf Musik und machen genau das Gleiche hier nochmal, dass ihr das seht, der gleiche Titel. Ja, ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt und ich gebe zu, natürlich, das ist jetzt noch kein Megatest. Das ist wirklich so in der Sekunde quasi gerade. Aber ich würde jetzt echt sagen, dass diese kleinen AirPod 3, dass die mehr Wumms haben, mehr Bass. Also nochmal ein letzter Test. Aber sowas von. Sowas von, Freunde, die haben deutlich mehr Bass, als das die AirPods Pro haben. Sie haben dadurch auch mehr Bass, als das die AirPods hier, die kleinen, haben. Muss ich gar nicht probieren. Hier ist es so, bei mir geht nur noch der linke, der rechte ist irgendwie viel, viel leiser. Problem, das ich immer wieder habe bei den AirPods nach einer gewissen Zeit plötzlich. Meistens ist es die rechte Seite, die irgendwie spinnt. Ich weiß nicht genau, warum. Drum kann ich jetzt hier das nicht so testen. Aber ja gut, ich meine, ich habe ja gesagt, AirPods Pro und AirPods 2 tönen ungefähr ähnlich. Jetzt ist natürlich so, hier in meinem kleinen Studio ist das alles easy peasy, überhaupt kein Problem, weil da ist es ja total still. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist es, wenn ich nach draußen gehe, wenn ich draußen unter die Leute gehe, wenn ich Zug fahre zum Beispiel, weil da ist es ja dann schon so, die AirPods Pro schließen viel besser, dadurch, dass sie mehr ins Ohr reingehen. Plus eben, sie haben Noise Cancelling. Ich kann das aktivieren und dann ist Ruhe im Schacht. Das haben natürlich die AirPods 3 nicht. Also, das werde ich alles testen. Das war jetzt mal ein erster, wirklich ganz, ganz kurzer Test, um euch mal so einen ersten Eindruck zu geben. Was übrigens sehr cool ist auch bei den AirPods 3, dass sie eine bessere Akkulaufzeit haben als alle anderen AirPods. Könnt ihr auf der Apple-Webseite gucken. Ich verlinke euch das da unten, den Vergleich der 3. Man kann die ja sehr einfach vergleichen bei Apple. Und da ist es wirklich so, die hier 4,5 Stunden, die hier 6 Stunden und die hier, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber das können wir natürlich gucken. Ich scrolle da mal auf der Webseite nach unten. Rababarababa. Batterie. Genau, also die hier, die AirPods 2 haben 5 Stunden und natürlich dann im Case noch ein Mehrfaches, das ist ja völlig klar. Also die AirPods 3, die neuen, haben die beste Akkulaufzeit bisher. Aber eben, da ist auch kein Noise Cancelling, da muss natürlich ein bisschen weniger passieren, das braucht weniger Prozessorleistung quasi. Drum halten die auch besser. Tja, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr jetzt von meinem Test wissen wollt. Was soll ich ausprobieren? Soll ich rausgehen? Soll ich mal damit telefonieren? Das ist ja auch noch ein wichtiger Punkt. Ich bin noch so ein alter Dinosaurier, der gerne sehr viel und sehr lange telefoniert, beziehungsweise einfach auch mein Job. Ich werde ständig angerufen hier auf dem Handy. Und dann werde ich das gerne auch mal testen, wie das tönt. Aber sonst bin ich eigentlich angetan. Die gefallen mir sehr gut. Was mir nicht gefällt, ist der Preis. Diese 199 Franken sind ein
ja, ich will nicht sagen schlechter Scherz, aber sind einfach zu teuer, weil halt die AirPods Pro im Moment praktisch gleich teuer sind und das ist ein Problem. Ich würde mich dann für die AirPods Pro entscheiden. Warum? Ja, logisch, weil ich mag Noise Cancelling. Ich war zumindest vor Corona auch sehr viel unterwegs. Da schätzt man das extrem, wenn man so ein bisschen die Außengeräusche, nicht ein bisschen, sondern sehr gut ausblenden kann. So, das war mal ein ganz kurzer Quick-Test der neuen AirPods 3. Vielen Dank, habt ihr zugeschaut. Wenn ihr mögt, lasst ein Like da oder sogar ein Abo. Da freut mich natürlich riesig. Und wir sehen uns schon bald wieder. Macht's gut. Tschüss.